Hallo, Gaming Amis zu Mario Kart Online. Ihr habt eine Kombination ausgewählt, ist der Standard Quad Metall und sonst haben wir die mit den Lakito. Tja, hier, wie so gerade. Tja, nun, mache ich nur ein neuer Part. Ihr seht gerade, ihr werdet nun sehen, da kam schon in letzter Zeit wenig Mario Kart Online und ich möchte euch nun die wichtigen Infos in einem Part reden, wieso in letzter Zeit wenige Parts kamen und tja, und deswegen möchte ich nun darüber reden, außen da war ich fast 12, ich meine genau, ich konnte gerade nicht, tja, aber tja, nun möchte ich die wichtigen Infos zählen, wieso kam in letzter Zeit wenig Mario Kart 8 und so weiter, tja, da liegt zum einen daran, erstens, ich hatte wie gesagt kein Bock und die Nummer 1 und Nummer 2 ist, dass ich leider wenig Lust habe, da aufzunehmen, weil ich habe ja noch viele andere Projekte und deswegen habe ich wenig Zeit, wie die Mario Kart 8 Online aufzunehmen. So, wir müssen noch... Oh! Wir haben ganz viel Big Blue genommen? Okay. Ich glaube, alle haben das DLC. Yes, Big Blue, also, tja, dann kommen die wichtigsten Infos, wieso da in letzter Zeit, wie mag, liegt ja daran, dass ich keinen Bock habe und, tja, nun, werde euch versprechen, ich werde das so jede Woche eine Folge bringen, das kann ich euch versprechen und, tja, deswegen nehme ich heute ein Mario Kart 8 Online auf, also, tja, die wichtigsten Infos. Weil, tja, ich habe in letzter Zeit wenig mit Lust, ein Part aufzunehmen. Das liegt zum einen daran, ich hatte manchmal keinen Bock. Ich habe auch kein Thema, wo ich ansprechen kann. Denn ihr wisst ja, ich rede immer zu Themen dazu, wie zum Beispiel von meinem letzten Part, wie zum Beispiel Amiibo Touch and Play, Nintendo 3D Highlights, da habe ich ja ein Part gemacht und tja, mir fällt einfach kein Thema ein, wo ich über den Part reden kann. Deswegen kam auch in letzter Zeit wenige Mario Kart 8 Part. Nicht auch heute. Ich werde versprechen, ich werde das so vielleicht dreimal täglich oder so bringen. Hier Mario Kart 8. Nur wenn ich ein gescheites Thema habe. Wenn ich kein Thema habe, dann nehme ich auch nicht auf. Das sind gerade die wichtigsten Infos. Ich werde auch noch sagen, was da kommen wird. Ich hoffe, dass bald ein neuer Kanal kommen wird. Wenn gesagt, okay, von mir nicht. Nicht erstmal ein neuer Kanal, ob das oben. Dann kommt sondern von meinem guten Freund YOLO. Da verspreche ich, dass ab demnächst dann mal sein Kanal endlich on geht. Ich bin gerade irgendwie gerade so gut, dass ich fast ich dann gar nicht so will. Aber ja, das sind natürlich hier ein paar der wichtigen Informationen, ein Teil der wichtigsten Informationen. Ich habe noch ein paar, aber ich werde die dann in der Next, hier in diesem Part schon sagen. So. So. Und fragt nicht, wieso ich gerade Sechster bin, damit ich nicht da gleich wieder... Was zur... Haben wir ganz und gar nicht. Nein. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Alter. Alter. Was war das? Abgeschlagen. Mann, aber. Tja. Nun werde ich auch noch ein paar wichtige Infos noch geben. Ich nehme mal Wario's Arena, weil die hatten wir auch lange nimmer und ja. Also ich werde nun in nächster Zeit auch was anders, so positive Sachen werde ich da mal aufnehmen, so Infovideos und so. Das wird dann in nächster Zeit kommen, weil ich
hat man auch keine Lust, wie gesagt, ein paar Infos rauszuhauen und ja, deswegen kamen auch in letzter Zeit auch wenige Videos und deswegen mich sind es hier die wichtigsten Infos und ja, die wo ich in diesem Part noch rausgenommen habe. Ich bin auch on, das könnt ihr sehen. Ich werde es gleich noch benennen und dann hochladen, also tja, deswegen wird es so ein 15 oder 20 minütiges Video werden, damit ich so werde es gleich noch hochladen. Es kommen heute keine weiteren Videos, denn die nur so ein daran, dass ich gerade keine Bock habe, gerade weitere Videos aufzunehmen und deshalb gerade mir nicht gefallen, also tja, deswegen habe ich gerade schon die wichtigsten Infos. So, ich habe gerade keinen Zettel, aber was ich da noch sagen will, ist, dass ich gerade irgendwann mal in Zukunft werden dann irgendwann mal vielleicht kommt da ein neuer Mario Kart Teil oder ein neues DLC von Battle Modus. Das wäre lieber gewesen, hier für den Battle Modus ein DLC, also tja, der wäre lieber gewesen, aber so, tja, das wäre so, aber ich glaube, ich werde euch demnächst einmal, tja, aber nun zurück zu den wichtigen Infos, denn ich habe nun herausgestellt, dass ich noch wenige Tage Schule habe, das heißt auch, ich habe ja bald Ferien, das heißt auch, ich werde dann mal öfter mehr Videos machen. Das ist natürlich auch eine wichtigste Info, wo ich euch jetzt sagen werde. Und da wird gleich einer mit einem Stern. So. Wow. So, und wie? Okay, ich bin gerade Dritter. Fand nicht wieso, aber tja. Wir haben immer overpowered Bike-Fahrzeug genommen, also mein goldener Standard. Tja, ich habe auch ein paar weitere Infos für euch, denn tja, ihr wisst ja, ich bin ja so ein kleines bisschen verrückt nach Infos, habe auch ein paar schnell noch gefunden, also tja, aber erst zweiter Platz, da passt ja, ich habe hier so gut, also die 20 hole ich mir so rein, also tja, das könnte man so gut sagen. Tja, ich habe noch eine kleine wichtige Info ab, denn ihr wisst ja, ich tue ja so wenig nicht aufnehmen, da ist auch immer bloß ein oder zwei, kann ich so 8 Videos am Tag, die mache ich netter, denn sonst geht mein Akku leer und tja, dann möchte ich nicht, dass ich ohne Pause Videos mache, dann mache ich netter und tja, deswegen mache ich hier einen kleinen MK8 Part für die wichtigsten Infos. Ich werde noch irgendwas da bald aufnehmen oder bald werde ich vielleicht mal ein Community, vielleicht ein Spezialpart zu Mario Kart 8 und so weiter. Tja, das könnte man so sagen, aber tja, gerade da habe ich plus wichtige Infos, was da kommen wird. In nächster Zeit werden wenig Videos kommen, also wird dann wenig aktiv sein, heißt also, wird da okay. Es sind ja bald Ferien und tja, da bin ich in den Ferien bin ich mehr aktiv, aber bis jetzt bin ich nicht so arg aktiv, also auf YouTube bin ich dann nicht so arg aktiv, heißt also, dass ich da wenige Videos machen werde und tja, deswegen tja, mache ich das immer so, ich lasse das mal so, wenn ich noch Schule habe und tja, da habe ich wenig Zeit aufzunehmen. Mein Privat spielt er manchmal, aber
Tja. So. Aufnehmen. Tja. Immer so an Tagen, da wo ich Zeit habe. Und tja, heute habe ich Zeit und deswegen nehme ich auch heute ein Video auf. Aber tja, wegen tja, noch eine Info vorab. Wisst ihr denn so ein Job in der Zukunft? Also vielleicht so positiv, was würdet ihr so machen? Also gibt ja so Firmen und so weiter. Und gerade Telefon, also das ich kann so gar nicht, ich gehe nicht ran, also deswegen nehme ich hier gerade auch noch auf. Es war so vorhin, als ich Videos angeguckt habe, da hat auch den geklingelt und fragt nicht, wieso ich gerade Elfter bin. Fragt mich nicht. So, sind ich zu schnell, Overpower oder was? Oder muss ich in der nächsten Folge meinen goldenen Card nehmen oder was? Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge meinen goldenen Card mitnehmen. Und wieso bin ich immer noch erst Elfter? Alter? WTF. Nein, Elfter. Mann, viele Punkte und das. Das war gerade echt happig, also tja. Und dann platt bin ich wieder weg vom Fenster. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Tja, deswegen fall noch ein Rennen und tja. So, und wieso nehmen alle nicht die DLC? Hallo? Was ist da bloß los? Tja, super. So, aber tja, ihr werdet dann sehen, dass ich nun wenig Zeit habe. Ich habe auch gerade kein Thema, denn ihr wisst ja, bald kommt ja die E3, dann werde ich ja noch einen extra Part machen und tja, ich weiß nicht mehr der Datum, wann das war. Der werde ich euch dann irgendwann da machen. In einem anderen werde ich auch dann, wenn dann E3 kam, dann auch ein MK8 Part aufnehmen, also das heißt auch, werde auch wieder regelmäßig dann wieder aufnehmen, diesmal mal mehr Parts, denn ich werde dann mal mehrere MK8 Parts rausschmeißen, vielleicht mal in Zukunft, aber ja, vielleicht mal irgendwann mal wöchentlich mal ein oder zwei MK8 Parts und ja, deswegen würde ich lieber sagen, also so werde ich auch machen, also so vielleicht wöchentlich, so ein oder zwei MK8, aber so ein MK8 Part werde ich dann mal raushauen in jeder Woche, damit ich dann hier ein paar Tage, wenn ich jeden Tag hier ein MK8 Part aufnehme, werde auch vielleicht auch mal so öffnen, vielleicht werde ich mal so ein Part machen von MK8 ohne anzukündigen, dass ich einen aufnehme. Das könnt ihr auch machen. Aber tja, wegen diese wichtigen Infos, wo ich euch ja gesagt habe, tja, werde ich jetzt auch in nächster Zeit. Ich werde jetzt manchmal aktiv sein. Okay, da ist auch manchmal aktiv und der nervt mich. Also, was? Sind die Overpower oder was? So. Was? So, da gefällt mir also gar nicht. Nein! WTF! Was ist denn da los? Bitte! So. So, ich bin gerade echt gut und wow, wieso hab ich gerade eine Super 8? Ich bin gerade Vierter. Von 8 auf 4. So.
Oh, oh, ich habe leider Boxen gerade hier, die sind durch, also wirklich. Ja, Vater! Das passt ja! Boom! Ich glaube, ich habt ihr euch nun die wichtigen Infos gesagt, also deswegen würde ich lieber sagen, ich werde mir nun raus. Also, da war es hier für diesen Marke 8 Online-Part. Wenn euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Marke 8. Also, bis dann, ciao, euer Crazy Smith.